Phoebe? Ich komme. Ich komme ja schon. Da ist jetzt etwas Rizinuswurzel drin. Das wird dir helfen. Oh, red nicht so viel her damit. Mhm. Dankeschön. Hey, muss das sein? Was meinst du? Na, was wohl? Ich rede von deiner ekelhaften Fröhlichkeit, während ich mich so mies fühle. Also ich meine, es könnte auch psychosomatisch sein. Das Innenohr hat was mit dem Gleichgewicht zu tun. Vielleicht hast du wegen der Zauberschule dein inneres Gleichgewicht verloren. Phoebe, komm mal her. Au! Was sollte das denn jetzt? Fühlt sich das psychosomatisch an? Hallo, mein Großer. Was machst du denn schon wieder? Solltest du nicht in die Badewanne? Gute Frage. Du bist mir entwischt, nicht schlecht. Aber ich fürchte, wenn du nicht badest, wird Mami ganz schön sauer sein. Was hat er denn? Ich schätze, seine Trotzphase fängt an. Naja, magische Jungs haben eben ihren eigenen Kopf. Gute Diagnose, aber vielleicht solltest du das deiner magischen Mama erklären. Und du beamst dich wieder nach oben, bevor deine Mami dich in eine Kröte verwandelt. Au. Was ist mit dir? Sie hat ein Klingeln in den Ohren. Nein, das ist mehr wie ein ganz fieser Bohrer. Wirklich? So als würde ein Zahnarzt gerade an deinen Zähnen arbeiten? Ja. Weißt du, was das ist? Kann sein. Ich vermute, da meldet sich deine Wächter des Lichtseite. Wenn die Ältesten dich rufen, ist das so. Das macht einen ganz verrückt, wenn man seine Kräfte noch nicht beherrscht. Unsinn. Das ist doch vollkommener Quatsch. Du bist zur Hälfte eine Wächterin des Lichts, oder nicht? Egal, du weißt, was ich von den Ältesten halte. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Na schön, aber wenn ich richtig liege, dann hast du gar keine große Wahl. Du musst mit einem reden, anders kannst du das nicht klären. Aber auf gar keinen Fall hier bei uns. Piper würde ausrasten. Dann trefft euch doch am besten in der Zauberschule. Oh. Was ist? Ich dachte, der Bohrer stört dich. Komm schon, ich begleite dich.